Der Spiegel hat gerade heute eine Kolumne veröffentlicht, der Ukraine-Krieg aus dem Blick des Südens. Und da heißt es, die Welt ist gespalten, es entsteht ein neuer kalter Krieg. Genau das habe ich auf Seite 398 in Weltsystem-Crash geschrieben, in meinen Zukunftsszenarien. Aber damals gab es den Ukraine-Krieg noch nicht. Und in der Tat war dieses Szenario schon, zeichnete sich ab. Und jetzt kommt es dahin. Und das ist sehr bedenklich. Deutschland, Österreich sind, würde ich sagen, die mit am meisten geschädigten Länder. Denn natürlich verlieren wir noch mehr unserer Wirtschaftsbeziehungen. Wir sind natürliche Handelspartner von Russland. Deutschland, Österreich haben auch schon nach 2014 die Hauptlast der Sanktionen getragen, denn diese Sanktionen haben ein asymmetrisches Profil. Wenn du den vollständigen Beitrag sehen willst, dann schau einfach auf unseren Kanal. Dein Team von Finanztok TV.